Okay. Können wir jetzt Hancock mitnehmen? Ist ja auch geil, oder? Also irgendwie in der ganzen Spiel-Session haben jetzt schon drei Hey, neue kommt alle her! Leute. Ich habe euch was Wichtiges zu sagen. Keine Hektik. Nehmt euch genügend Zeit. Hört alle her! Ich mache einen kleinen Spaziergang. Euer furchtloser Anführer geht auf Reisen, um den Dreck zu spüren und nicht zu vergessen, wie es sich anfühlt. Du kannst nicht gehen, Hancock! Wir brauchen dich! Hey! Im Geist werde ich immer hier sein, mein Guter. Good Neighbor und ich, wir sind miteinander verbunden. Aber es ist wie in einer Beziehung. Manchmal muss man kurze Zeit getrennt sein, die Sache abkühlen lassen, sich daran erinnern, wer man ist. Deshalb gehe ich. Ich bin immer noch euer Bürgermeister. Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Aber ich muss mal wieder aus meinem bequemen Leben raus. Denn wir alle wissen, dass es sich niemand an der Macht zu lange bequem machen darf. Welche Stadt ist die beste im Commonwealth? Wo kann man frei leben, ohne Vorurteile? Aus dem Volk, für das Volk. Und sorgt dafür, cool. dass das Wir haben keiner nicht gedacht, dass das vergisst. so ein cooler Zack ist. Hancock? Also, bist du bereit, loszuziehen? Legen wir los. Na klar. Ich sag dir was, Hancock. Sollte ich mal ein Ghoul werden wollen, wende ich mich an dich. Ich werde die Tage zählen. Wenn wir jetzt zu Volt 88 kommen, die kann man nach Volt 88 gehen. Nehmen wir mal eine Runde Hancock mit. Da bin ich gefallen. Was mache ich jetzt mit Hancock? Mit Jack Cabot sprechen. Sprechen wir aber noch mit Jack Cabot, ja? Ja, komm schon. Da kann man bald mal wieder ein Level aufsteigen. Oh, eine kurze Schrotflinte hat der Meister. Und die Schüsse her. Ich frage mich, wer immer so viel Zeug in diese Mülltonnen schmeißt. Private Property. Wieder nicht damit sprechen. Hallo? Sag mir, was ich tragen soll. Verschwinde! Ich will mit Jack Cabot reden. Ah, du bist. Gut. Komm rein. Was schießt denn da?
Ein Supermutant. Na, das kann der Wachbot machen. Haus der Cabots. Und um in das Haus der Cabots zu kommen, da laden wir mal eine Runde. Jetzt lernst du den Boss kennen. Klingt gut. Jack, der Neue ist hier. Moment, Moment. Ich muss nur noch... Was? Tut der da. Verdammt, ich muss die Mixtur noch anpassen. Hallo, hallo. Willkommen im Hause Cabot. Ich bin Jack Cabot. Sag mir einfach, was ich tun soll. Alles zu seiner Zeit, alles zu seiner Zeit. Betrachte das als das letzte Vorstellungsgespräch. Bitte setz dich. Wie wär's mit einem Drink? Edward, den guten Bourbon, ja? Bitte, setz dich. Hier wohnen doch keine Leute, oder? Bevor wir zum Geschäftlichen kommen, habe ich eine Frage, die ich allen neuen Mitarbeitern stelle. Ist das wirklich der richtige Unterbrich Zeitpunkt mich nicht, für... Edward. Die Frage lautet, glaubst du, dass es im Universum andere intelligente Lebensformen gibt? Ich weiß nicht, ob es intelligentes Leben im Universum gibt. Zumindest nicht auf diesem Planeten. Du machst zwar Witze, triffst es aber genau. Angenommen, die Menschen sterben auf der Erde aus, wonach es aussieht. Und in tausenden von Jahren entsteht eine neue Zivilisation. Ach so. Was würde man von uns wissen? Nichts. Wahrscheinlich war es gut, dass alles ausgelöscht wurde. So können die Nachfolger ganz neu anfangen. Ich teile deinen Pessimismus nicht. Die menschliche Zivilisation hat die Chance, an alten Ruhm anzuknüpfen. Deshalb gehe ich meiner Arbeit gerne nach. Wenn ich die Geheimnisse der Alten erfahre, können wir vielleicht ihrem Schicksal entgehen. Jack, kann ich ihm sagen, was er zu tun hat? Entschuldige, Edward. Manchmal vergesse ich mich. Schickst du ihn los, damit er nach der verlorenen Lieferung sucht? Ja. Gut, dann lasse ich euch jetzt in Ruhe. Wir reden ein andermal weiter, wenn es etwas ruhiger ist. Das ist jetzt nicht wichtig. Willkommen in der Familie. Okay, du bist offiziell angeheuert. Glückwunsch. Was für ein Verrückter. Jack bezahlt die Rechnungen. Also kann er glauben, was er will. Das gehört übrigens zum Job. Bleib am besten aufgeschlossen für alles. Jack mag zwar exzentrisch sein, aber er ist nicht verrückt. Meine Aufgabe für dich ist einfach. Jack besitzt eine Anlage nördlich von der Stadt. Uns ist ein wichtiges Paket zwischen dort und hier verloren gegangen. Ich möchte, dass du es findest und zu mir zurückbringst. Noch Fragen? Fragen? Erstens, nach was für einem Paket suche ich? Es ist ein Metallkoffer mit Serumampullen. Darüber brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Jack braucht ihn für seine Forschung. Mehr musst du nicht wissen. Fang bei der Parsons State Irrenanstalt an. Lass dich vom Namen nicht irreführen. Das ist nur ein sicheres Gebäude, das wir nutzen. Wir denken, dass der Kurier in einen Hinterhalt geraten ist, als er von dort aufbrach. Die Wache hat in der Ferne Schüsse gehört, weiß aber sonst nichts. Sprich mit Maria bei Parsons. Sie ist dort für die Sicherheit zuständig. Sie kann dir die richtige Richtung zeigen. Bist du ansonsten bereit? War schon bereit. Ich war bereit, als ich hergekommen bin. Gut, dann mach dich sofort auf den Weg. Das sind komische Gestalten, oder? Hier. Cabot. Außerirdische. Reicht es nicht schon, dass es Supermutanten gibt und dass es... Hancock, gönn dir einen. Warte noch kurz. Möchtest du noch austrinken? Komm, trink noch einen Schluck. Ja, einen ganz großen. Trink noch einen. Komm, gönn dir noch einen. Gesagt, gönn dir noch einen. Jetzt ist nicht schon, dass es Supermutanten gibt. Fliegen und Maulwurst, Ratten, Skorpione, die größer sind als mein Auto. Okay, er hat fertig getrunken. Dann hätte ich gesagt. Auf geht's.
Auf geht's. Warten wir mal eine Runde und dann laufen wir los. Die Frage ist nur, wohin müssen wir? Wie die kleinen Leute, was habe ich denn gemacht? Warte, das muss ich jetzt. Warum hat er das gehasst? Ich habe doch nur. Der Wachbord war doch böse. Der hat doch. Der war doch rot. Wenn der rot ist, ist er böse. Jetzt ist er wieder gut. Der Roboter hat ein paar Fehlfunktionen. Gerade war der rot, oder? Also ich bin doch nicht dumm. Da oben müssen wir hin. Warum so weit? Warum so weit? Warum muss immer alles so weit sein? Na gut. Wenn es gut ist, wir könnten auf dem Weg zu der Kinderkrippe vorbei. Dann haben wir die nämlich auch schon mal entdeckt. Da müssen wir ja eh für den Minuteman was machen. Mich noch mal kurz heilen wollen. So. Hancock, bist du da? Sehr schön. Nicht, dass du dich jetzt voll besoffen hast und kommst nicht mehr hinterher. So, der Aufnahmezwecken mache ich, während ich jetzt laufe. Mach mal den Stream auf hoch. Jetzt hat es noch kurz geruckelt. Dann werde ich ja gleich merken, ob es jetzt diesmal geht. Was? Oh, die sind stark. Alter, sind die hässlich. Noch einer? Ich kann nichts machen. Ich kann nicht schlagen.
Jetzt. Die waren ja krass drauf. Nee, es ruckelt wieder. Ich muss aber leider noch ein bisschen aufnehmen. Das hat keinen Zweck so. Ich hoffe, ihr schaut das Video, wie gesagt, auf einem kleinen Bildschirm. Ja, habe ich jetzt diesen coolen Container verpasst? Ich möchte doch das erkunden. Das ist gar nicht der Stream, der hängt. Vielleicht ist mein. Das ist meine Xbox. Moment. Hä? Hallo? Ist doch scheiße jetzt, oder was? Warum hängt er jetzt wieder? Warum hängt er jetzt schon wieder? Fehlalarm, Kampfwart nicht identifizierter Eindringling entdeckt, beginne Suche. Das ist ein Wahnsinnsunterschied. Ich habe jetzt gerade auf den Bildschirm von Fallout 4 umgestellt, also von der Xbox. Und das ist ja eine unglaubliche Schärfe, die da auf dem Bild zu sehen ist im Vergleich zu dem, was ich auf dem Stream sehe. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Rückkopplung gibt, wenn immer das Zeug hier liegt. Wegen einem. Deswegen will ich mal lieber wieder den Ton da wegschalten. Da kommen wir wohl nicht rein. Oh nein, ich trage zu viel. Hey, Hancock. Hey, was ist los? Möchtest du Kampfgewehr, eine Impro-Pistole? Möchtest du den linken, da ist der Weg nichts? Möchtest du das? Möchtest du das? Und das? Ich brauche das nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das früher gespielt habe, das Spiel. Das ist immer noch so gehangen hat die ganze Zeit. So. Läuft bei uns. So, kurz einen Abstecher gemacht. Schreckt mich noch mal so, ey.
Was ist denn jetzt los? Ach, von Mecken ist welche, hä? Aber schön, dass sie hier einfach auftaucht. Alter, ich bin so gut wie tot. Das ist doch eine Scheiße. Da kommen einfach mal irgendwelche solchen Scheißroboter. Und ich kann dagegen nicht mal was tun. Das kommt davon, wenn man alle DLCs haben muss. Alle DLCs installiert haben muss.